willkommen zum nächsten Part von Mario Party. Ihr seht, 6 Sterne sind im Spiel und alle sehr gut verteilt. Und wo wir hingehen, das sage ich euch gleich, nämlich nach... Eigentlich Jacke wie Hose. Gehe ich halt nach rechts. So. 6 Sterne sind im Spiel, gut verteilt. Und wir haben leider nur einen. Doch ich habe so das Gefühl, dass sich schnell ändern wird. Luigi klaut erst, Mario klaut erstmal ein paar Sterne. Was laber ich heute? Aber erstmal verwirrt es mich, warum er keinen Stern spielt. Er hatte die 50 Münzen und hat keinen Stern gestohlen. Logik? Egal. Ja, schön. Noch mehr Münzen, noch mehr Münzen. So, und ein kleines Minispiel zum Abreagieren. Naja. Nicht gerade das Beste. Aber mindestens irgendeins. Vielleicht gewinne ich diesmal sogar. Fast. Ich versau's auch immer wieder. Na gut, aber Luigi hat die Münzen gebraucht, von daher gönnen wir sie ihm. So, Türen-Action mal wieder. So, jetzt hat Luigi auch mal wieder 40 Münzen. Das reicht. Das spielt am Ende noch ein Stern. So, wir sind dran. Juhu! Achso, sind die in der Nähe des Sterns? Also Stern ist links. Vielleicht geht es im einen oder anderen auch auf die Nerven, wenn ich auf die Karte gucke, aber... Ja, ich vergesse es oft. So, geradeaus. Donkey ist... nicht mehr dran. Gut, dann lassen wir es so. Spare ich auch ein paar Münzen, damit ich den Buhu bezahlen kann, und um einen Stern zu stehlen. Und ein Minispiel dürfen wir sogar spielen. Slot Machine. So. Aha, okay. Was denn das? Das kenne ich mir jetzt mal gar nicht. Okay. Probieren wir unser Glück aus. Irgendwas. Irgendwas. Und... schade. Ach so, ich gewinne gar nichts. Ach so. Naja, mindestens bekommen wir nicht schon wieder Abzug, so wie das letzte Mal. Aber cool, endlich mal ein Minispiel noch gehabt, das wir noch nicht gehabt, noch nicht im Let's Play gesehen haben. Ich kann heute irgendwie nicht reden. So, du machst was? Die bezahlen sie auch irgendwie gar nicht. Also letztes Mal den Shy Guy hat keiner bezahlt, außer wenn man zu Bowser musste. Dann hier hat bis jetzt, denke ich, auch noch nie jemand diese Maschinen bezahlt, außer wir natürlich. Also, ja, schon seltsam. So, aber erstmal hier ein paar Münzen gewinnen. Und los geht's. Ja, mindestens eine Truhe. Schau mal kurz. So, wohin jetzt? Ganz nach hinten, bitte. Juhu, noch eine Truhe.
Ja, komm, komm, komm. Und gleich nochmal. Ah, viel zu spät. Schade. Diesmal zu früh, Mann. Wieder nach hinten? Zu früh. Ja, ich sehe es schon. Okay, das Glück hat mich verlassen. Das waren die einzigen zwei Truhen, die wir bekommen. Nein. Na, wollte ich gar nicht. Und? Ja. Doch noch eine Truhe, cool. Okay. Das wird nichts mehr. Aber wie viele Münzen haben wir jetzt gemacht? Trommelwirbel... 31! Das ist doch mal cool. So, ihr wechselt mal und... ja. Oh, Luigi geht den Umweg. Vielleicht will er doch jetzt die Maschine benutzen. Donkey geht zum... Ach, stimmt, der Stern ist ja... okay. Wir müssen noch eins hoch und dann erst nach links. So, und jetzt wir. Komm, geh zum Buhu. Naja, reicht nicht ganz, Peach. So, Mario ist auch halt bei der 100 mit den Münzen. Interessant. Und wir spielen Facelift. So, klar. Und Bowser, wie sieht deine Fresse heute aus? Na, okay, hat sich nicht viel verändert. Ne, Spaß. Ja. Wie machen wir das so? Noch ein bisschen die Augenbrauen, dann die Nase vielleicht etwas nach unten. So. Sieht irgendwie nicht richtig aus, aber ich weiß nicht, was ich anders machen soll. Ich lasse es einfach. Und mal sehen. Doch reicht. 91 Punkte. Der Sieg ist unser. Und nochmal 10 Münzen. 85. Noch 15 und wir haben die 100. So, Luigi, bitte. Und benutze sie, benutze sie. Ja, er benutzt sie tatsächlich. So, dann kann er nämlich in der nächsten Runde durchgehen, weil die blaue Tür offen ist. Achso, ne. Muss ich da was verstehen? Bei deren Logik? Ach so, und ja, Donkey beim Buhu, 50 Münzen. Holt sich seinen dritten Stern. Oder auch nicht, hä? Ah, okay, er will verhindern, dass Luigi den, sich den Stern wieder zurückholt. Deswegen stiehlt er ihm lieber die Münzen. Auch eine Variante. So, 93. Cool, Donkey. So, Peach. Wir mischen uns jetzt ein. Ja, Star. Nochmal Karte. Einfach immer wieder. So, Donkey. Okay, alle sind vorbei am Stern. Der Stern ist hier, gell? Da, ja. Okay, vergiss es. Jetzt ist die Frage noch. Donkey oder Luigi? Donkey oder Luigi? Donkey oder Luigi? Donkey. Irgendwie kriegt immer der Arme das ab. Ich meine, ich stehle dauernd bei ihm die Münzen. Dann stehle ich auch noch einen Stern von ihm. Naja, mindestens sind wir jetzt Erster. Auch mal cool.
Mario, nichts Besonderes. Was soll man da auch kommentieren? Ich gucke einfach mal aus dem Fenster, was gibt's denn da? Die Sonne scheint. Ein paar Wolken gibt's zwar, es soll ja auch heute regnen, habe ich gehört. Aber sieht schön aus, muss ich sagen. Noch. Und jetzt hier kurz Konzentration mal wieder. So, viele Autos fahren, wohin auch immer. Ja. Soweit ich weiß, ist es auch warm. Ich war heute noch da draußen. Ich denke aber so plus 14, 15 Grad. Kann sein. So, was haben wir? Wir haben gewonnen? Cool. Jetzt müsste ich Yoshi's Tropical Island zocken. Jetzt ist das Wetter auch passend. Eine Eiswelt gibt es hier aber leider nicht. Schade. Sonst würde es perfekt zu unserem Winter passen. Ist ja auch irgendwie so komisch, morgens, wenn ich zur Schule gehe, da ist ja eiskalt, Minusgrade, muss ich so richtig dicke Jacke anziehen. Und dann nachmittags, wenn ich aus der Schule komme, so 15 Grad hier, da kann ich die Jacke wieder wegschmeißen. Also man weiß gar nicht, was man anziehen soll. Oh, oh, oh. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Nicht gefährlich. Er wollte mir einen Stern stellen und hat dabei es selber versaut. Unseren dritten Stern. Cool, einfach quatsch ich mal über was anderes, nicht über das Game und schon sind wir hier locker am Gewinn. Ich müsste öfters aus dem Fenster rausgucken. Ja, machen wir noch eine Runde. So. Ah, und Donkey 99 Münzen. Ja, nochmal Karte, wie immer. So, das Tor ist jetzt offen, später nicht. Also gehen wir hier dann. Ah, Mario hat schon die 100 geknackt, gar nicht beachtet. So. Gut, er macht wieder nichts. Theoretisch könnte er sogar zwei Sterne am Uhu spielen, wenn es gehen würde. Aber zum Glück geht das nicht. Sonst wäre es ja mies. Einer sammelt die ganze Zeit Münzen, dann hat er so um die 150, 200 und kann sich damit 3-4 Sterne stehlen. Das wär's. So, jetzt sichern wir uns aber erstmal ein paar Münzen, damit wir einen weiteren Stern stehlen können. So, Peachy Peachy kommt. Hau ab, Leute. Ach so, jetzt kommt ihr hier oder her oder was? Ich weiß auch gar nicht, für was die Zeitangabe hier ist. Ich meine, 45 Sekunden hat mir noch übrig und ja. 12 Münzen. So, das Tor ist jetzt zu. Es bedeutet, wir könnten. Und die letzten 10 Runden habe ich auch gar nicht beachtet. Und Bowser kommt auch noch. Wird ja immer besser. Ah ja, okay. Oh. Er will uns schon wieder schaden. Die, die verlieren, verlieren. Ach ja, ganze 30 Münzen. Das Spiel beherrsche ich ja mittlerweile sehr gut. Also werde ich hoffentlich gewinnen. Außer die Computer strengen sich jetzt etwas mehr an. Ich gehe lieber kein Risiko ein, mache lieber volle Kraft. Ja,
Ha, gut, geschafft. Ich hab's gegen Ende zwar noch ein, zwei Mal versaut. Aber hat dennoch gereicht. So, und ihr drei verliert jetzt ganze 30 Münzen. Kannst du sie nicht mir schenken, Bowser? So, Donkey. Geht auch hier lang. Ja, ganze 3 Sterne haben wir. Wie es weitergeht, das sehen wir im nächsten Part. Also bis dann, ciao.